Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Oeben. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute unser Modell vorstellen kann zur Versorgung von Hilfebedürftigen und Menschen mit Behinderung. Letztendlich geht es bei uns auch darum, dass wir quasi durch Bürgerbeteiligung und digitale Kommunikation eines der größten gesellschaftspolitischen Probleme lösen. Und diesen Ansatz möchte ich Ihnen heute gerne vorstellen. Ich starte kurz mit unserer Mission von der Helferportal, die lautet wie folgt, dass wir eben gemeinsam mit den Kommunen und der Sozialwirtschaft dafür Sorge tragen, dass Menschen mit Assistenz oder Hilfebedarf sowie pflegende Angehörige auch ganz spontan im Sozialraum passgenau die Unterstützung bekommen, die sie gerade benötigen. Ich darf Ihnen nochmal in Erinnerung rufen, wie der Hilfebedarf in Deutschland ausschaut, und zwar kumuliert. Wir haben aktuell 7,9 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung. Und wir haben 4,9 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind. Und davon leben 80% zu Hause. Und lediglich 25% von diesen 4 Millionen Pflegebedürftigen, die zu Hause leben, bekommen Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst. Das heißt, die Last der Pflege liegt wirklich auf den Schultern der pflegenden Angehörigen, die im Durchschnitt 43 Stunden pro Woche mit dieser Tätigkeit verbringen. Wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, so sieht man, dass wir eigentlich auf eine Versorgungskatastrophe zusteuern. In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl der Pflegebedürftigen verdoppelt und jetzt kommen bis zum Jahr 2030 nochmal 1 Million Pflegebedürftiger hinzu. Und das bei 500.000 fehlenden Pflegekräften. Die Situation für pflegende Angehörige wird sich also nochmal extrem zuspitzen in den kommenden Jahren. Jetzt kommt die positive Seite der Medaille, die besagt nämlich, dass 82% der befragten Bürger bereit sind, andere Menschen in der Nachbarschaft zu unterstützen, wenn sie denn nur wüssten, wann, welche Art der Hilfe wo benötigt wird. Und sie haben in dieser Studie noch 5 weitere Prämissen aufgetan. Sie haben gesagt, die Aufgabe soll interessant sein, der zeitliche Aufwand überschaubar und es soll keine dauerhafte Verpflichtung bestehen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht bereit wären, regelmäßige Einsätze zu machen, das schon, aber sie möchten eben keinen Klotz ans Bein gebunden bekommen. Sie wollen für Schäden nicht aufkommen müssen und im Zweifelsfall wollen Sie einen kompetenten Ansprechpartner für Ihre Fragen haben. Alles legitime Prämissen, auf die unser Modell zu 100% einzahlt. Unser Lösungsansatz basiert auf 4 verschiedenen Säulen. Zum einen mal die Transparenz. Es ist logisch, dass wir die Transparenz darüber schaffen müssen, welche Art der Hilfestellung wann und wo benötigt wird. Und natürlich brauchen wir dann auch die Transparenz darüber, welche Menschen denn bereit sind, diese Art der benötigten Hilfestellung zu den gewünschten Zeitfenstern in dem geografischen Gebiet zu erbringen. Und das Ganze eben auf Auftragsebene. Die zweite Säule ist Digitalisierung, wo der erste Punkt natürlich auch schon eine Rolle spielt. Aber was wir machen, ist, dass wir quasi den passenden Engagierten, und zwar nur den passenden Engagierten, also auf die dieses Einsatzprofil zu 100% passt, denen offerieren wir digital Einsatzmöglichkeiten, die diese dann eben auch digital zu- oder absagen können. Das heißt, sie brauchen sich nicht rechtfertigen, wenn sie einmal keine Zeit oder keine Lust haben, sondern es ist ein ganz normaler Regelprozess. Die dritte Säule ist die integrative. Wenn wir sowieso viel zu wenig Ressourcen haben, dann ist es doch logisch, dass wir die bestehenden Ressourcen, also sprich die bestehenden Helferkreise, bündeln und stärken, sodass wir gemeinsam eben ein flächendeckendes Versorgungsnetzwerk aufbauen. Und die vierte Säule ist die Zentralisierung. Sie können sich vorstellen, wenn Sie hunderte von Engagierten koordinieren müssen, dann ist das eine sehr aufwendige Tätigkeit. Und die
zentralisieren wir genauso eben auch wie die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing, was sehr kostspielig ist. Aber wenn man das durch die verschiedenen Akteure teilt, dann kann man ein professionelles Marketing betreiben, ohne dass es für die einzelnen Akteure sehr kostspielig wird. Ich darf Ihnen kurz beschreiben, wie unser Prozess abläuft. Wir starten hier auf der linken Seite des Schaubilds. Das heißt, der erste Schritt ist immer, dass wir hauptsächlich über Digitalmarketing, aber auch andere Öffentlichkeitsarbeit Menschen targetieren, die potenziellerweise bereit sind, sich zu engagieren. Und die leiten wir dann auf eine Webseite. Das kann gerne eine kommunale Webseite sein oder die Webseite unseres Helferportals oder eben einer der angeschlossenen Hilfsorganisationen. So, und auf diesen Seiten bekommen eben die Interessierten weitere Informationen zu dem Projekt. Sie sehen, wie das eben abläuft, welche Art der Hilfestellung benötigt wird, wie man sich einbringen kann und all sowas. Und wenn wir Sie dann überzeugt haben, dann drücken Sie auf den Knopf und sagen, jetzt Helfer werden. Und damit sind Sie dann quasi bei uns im Helferportal, was im Übrigen dann auch natürlich die White Label zeigen kann, also hier mit dem Logo der Kommune versehen. So, und hier stellen sich die Engagierten dann eben kurz vor, wer bin ich eigentlich und was möchte ich so machen, geben ein paar Stammdaten an, habe ich einen Führerschein, habe ich ein Fahrzeug, bin ich bereit, das einzubringen, wie viele Stunden im Monat möchte ich mich eigentlich engagieren, in welchem Radius um meinen Wohnsitz möchte ich mich eigentlich einbringen und weiter unten sehen wir dann noch, was sind denn meine Qualifikationen. So, im nächsten Schritt gehen die dann so einen Wochenkalender durch und geben einfach die Zeitfenster an, in denen sie generell verfügbar sind und lassen einfach das aus, wo sie ohnehin keine Zeit oder aber auch keine Lust haben, weil in diesem Beispiel ist es eben so, dass am Sonntag der Familientag ist und da möchte sich diese Person eben nicht engagieren. Und dasselbe Prinzip haben wir eben auch im Tätigkeitenkatalog. Sie sehen hier, es gibt eben immer einen Überbegriff, beispielsweise hier Begleitdienste Mobilität. Und dann gibt es verschiedene Tätigkeiten, die darunter eben subsumiert werden. Begleitdienst zum Arzt, zum Amt, zum Friedhof und so weiter und so fort. Und wenn jetzt jemand nicht gerne auf den Friedhof geht, dann lässt er das eben frei und wird dementsprechend für diese Tätigkeit auch nie aktiv angefragt. Ja, das basiert quasi auf der Prämisse, dass sich Menschen am liebsten mit den Tätigkeiten engagieren, die sie ohnehin gerne machen. Und wenn jemand was sehr ungern macht, dann ist es meistens auch nicht nachhaltig. Dann wird er keine große Freude am Ehrenamt haben und das wieder aufgeben. Und dementsprechend zahlen wir eben auf die Bedürfnisse der Engagierten ein. In einem nächsten Schritt gibt es ein Personenident-Verfahren, das ist digital und ist innerhalb von 2-3 Minuten dann auch erledigt. Für uns ist es wichtig, dass wir im Portal eben nur Menschen haben, die auch einem Personalausweis zuzuordnen sind. Und das machen wir übrigens auch auf der hilfesuchenden Seite, weil wir auch den Engagierten gegenüber eine Verantwortung tragen und die nicht einfach irgendwo hinschicken möchten, wo sie nicht wissen, was auf sie zukommt. So, jetzt haben wir es so gemacht, dass die Engagierten, also die heute ungebundenen Engagierten, die also noch keiner Hilfsorganisation zugehörig sind, die müssen sich jetzt verpflichtend einer der angeschlossenen Hilfsorganisationen anschließen. Das kann übrigens auch ein kommunaler Helferkreis sein. So, und warum machen wir das? Damit sorgen wir zum einen mal dafür, dass wir einfach in einem sehr klar definierten rechtlichen Umfeld uns bewegen. Also das heißt, es ist das Ehrenamt. Wir haben eine klare Abgrenzung zum Arbeitsrecht und aber auch zur Schwarzarbeit, sondern wir haben einen klar definierten Rahmen. Die Engagierten sind über diese Organisationen Haftpflicht unfallversichert und haben auch eine Dienstreise-Kaskoversicherung. Sie können im Zweifelsfall Rücksprache halten, eben mit den Fachkräften dieser Organisationen. Die können natürlich auch an Fortbildungen und Schulungen teilnehmen.
Sie können sich austauschen mit anderen Gleichgesinnten und die erbrachte Leistung ist dann eben auch über die Pflegekassen abrechenbar und zwar auch über das Entlastungsbudget. So, und die Hilfsorganisationen haben dadurch den großen Vorteil, dass wir denen quasi weitere Engagierte andienen, die sie dann auch für andere Tätigkeiten in ihrer Organisation quasi zum Einsatz bringen können. So, und wenn wir natürlich jetzt über die Webseite einer der Hilfsorganisationen kommen, dann wären die anderen selbstverständlich eben nicht angefragt. So, jetzt schauen wir uns die andere Seite an. Das ist die Seite der Hilfesuchenden. Wir haben jetzt hier in dem Beispiel einen sehr lustigen jungen Mann, der an den Rollstuhl gebunden ist und der eine wöchentliche Begleitung zur Physio benötigt. Und Sie sehen hier oben, dieser Mensch kann sich nach seiner Registrierung dann eben entscheiden, möchte ich einen einmaligen Auftrag anlegen. Das wäre jetzt eben beispielsweise, dass jemand heute um 17 Uhr eine Begleitung zum Hauptbahnhof benötigt, also einmalige Geschichte mit klarer Anfangszeit und Treffpunkt. Oder eben hier, wie in diesem Beispiel dargestellt, eine wiederkehrende, wo es eben um einen regelmäßigen Besuch einmal in der Woche bei der Physio geht. Und Sie sehen hier, da gibt es eben dann auch ein Intervall. Es gibt ein Startdatum logischerweise, was der angibt. Er kann dann hier noch verschiedene Kriterien auswählen, welche Art der Engagierten er denn gerne möchte. Das fängt an beim Geschlecht. Polizeiliches Führungszeugnis ist vorbelegt. Das heißt, wenn jemand kein polizeiliches Führungszeugnis hat, würde er jetzt hier auch gar nicht angezeigt werden. Dann brauche ich einen Führerschein, brauche ich ein Fahrzeug und weiter unten noch möchte ich diese Leistung über den Entlastungsbetrag abrechnen, also brauche ich einen geschulten Engagierten. Man sieht jetzt hier wieder diesen Leistungskatalog von vorhin, ein bisschen anders aufgeteilt. Es geht also hier um einen Begleitdienst zur Therapie, dauert circa 1,5 Stunden. Und die Physio hat hier verschiedene Zeitfenster freigegeben. Er braucht aber nur einmal in der Woche. Nur wenn ich den Zeitraum eben erweitere, also verschiedene Alternativen biete, dann bekomme ich natürlich mehrere Engagierte hier angezeigt. In dem Fall sind es also 11 Engagierte, die auf dieses Einsatzprofil passen. Und wenn er hier draufklickt, Auftrag jetzt freigeben, dann werden diese 11 Engagierten über die App digital kontaktiert. Und die sehen hier eben, aha, ich habe eine neue Einsatzanfrage, öffnen die App und sehen dann eben hier, dass unser junger Mann eben diese Begleitung zur Physio benötigt. Und wenn die dann hier auf diese drei Punkte klicken, dann können sie den Auftrag entweder annehmen oder ablehnen, so dass unser junger Mann in seiner Applikation gleich sieht, welche der Engagierten haben sich denn für diesen Einsatz beworben und stehen zur Verfügung. Und Sie sehen hier, dass dann eben auch die verschiedenen Hilfsorganisationen, denen diese Helfer zugeordnet sind, eben angezeigt werden. Man sieht, welche Kosten kommen denn auf mich zu. Also Aufwandsentschädigung, dann natürlich auch die Gebühr für die Hilfsorganisation, wenn sie denn eine hat. Und die sehen den Namen und ein Profilbild von der Engagierten oder dem Engagierten. Die sehen, wie ist die Bewertung. Die können das polizeiliche Führungszeugnis einsehen oder wenn die Hilfsorganisation das lieber hat, dass sie das eben bestätigen, dass das Führungszeugnis von der Organisation eingesehen wurde, dann kann man hier eben diese Bestätigung quasi einsehen und genauso auch die Qualifikation zum Alltagsbegleiter. So, und basierend aus diesen Kriterien wählt er dann eben eine Helferin oder einen Helfer aus. In dem Moment bekommen die anderen eine freundliche Absage.
Und die Kontaktdaten der Helferin und dem Hilfesuchenden, die werden dann für beide ab diesem Moment dann eben einsehbar. Und sie werden auch beide aufgefordert, miteinander in Kontakt zu treten, sodass sie nochmal über den Einsatz sprechen können. Und im Anschluss, wenn die sich also grün sind, dann wird ein Auftrag angelegt, den natürlich der Hilfesuchende und auch der Helfer hier eben auf seiner App in chronologischer Art und Weise eben angezeigt bekommt, sodass er eben immer weiß, wann habe ich denn meinen nächsten Einsatz. So, und wenn er den dann quasi erbracht hat, dann kann man hier mit einem Doppelklick einfach diesen Einsatz öffnen, kommt dann auf die rechts angezeigte Ansicht. Und man kann diesen Einsatz dann eben nochmal editieren. Also 1,5 Stunden waren ja veranschlagt. Den kann ich jetzt hier mit Plus Minus eben auf 1 Stunde reduzieren. Und ich lasse den dann von dem Hilfesuchenden unterschreiben, gehe da oben auf das Häkchen und schon ist dieser Einsatz quasi abrechnungsbereit. So, im Anschluss gibt es dann eben die Bewertung, das heißt, der Hilfesuchende bewertet den Helfer und umgekehrt. Der Hilfesuchende hat hier auch die Möglichkeit, den Helfer zu präferieren, also wenn die sich wunderprächtig verstanden haben und der Engagierte der Meinung ist, mal wenn der frei ist, dann möchte ich bitte immer den und dann wird er eben gesondert angezeigt, sodass man das auch nach ein paar Monaten wieder in Erinnerung hat, wer denn das so war. Er könnte ihn natürlich auch meiden, also beispielsweise, wenn ich jetzt mit einem starken Raucher in dessen Fahrzeug unterwegs bin und mir das unangenehm ist, dann klicke ich hier auf Helfer meiden, dann wird dieser Engagierte aber nur diesem Hilfesuchenden eben für künftige Einsatzanfragen gar nicht mehr eingeblendet. So, und dann habe ich hier eben so ein Bewertungsschema, da kann ich Sternchen vergeben und genau, und dann geht es seinen Lauf. Am Monatsende machen wir dann quasi den Rechnungslauf und den können wir auch für die angeschlossenen Hilfsorganisationen erledigen, aber können die natürlich auch gerne selber machen. Wichtig ist, dass das also ein sehr schneller und effizienter Prozess ist. Das heißt, mit ein paar Tastendrücken werden dann quasi die Rechnungen an die Engagierten, an die Hilfesuchenden per E-Mail verschickt und die Aufwandsentschädigung werden auch per E-Mail an die Engagierten dieser Organisation verschickt. Die Organisation bekommt 2 Dateien zum Hochladen ins Buchhaltungsprogramm, sodass die Buchhaltung für Tausende von Einsätzen innerhalb von 2 Minuten erledigt ist. Und 2 Dateien zum Einlesen ins Bankprogramm, sodass eben per Sammellastschriftverfahren die Rechnungsbeträge eingezogen werden können. Und per Sammelgutschrift gehen dann die Aufwandsentschädigungen an Hunderte von Engagierten raus. Die Engagierten haben auch die Möglichkeit, aktiv nach Einsatzmöglichkeiten zu suchen und die können hier beispielsweise ihr Profil dann eben auch ausblenden, sodass eben mehrere Einsatzmöglichkeiten dann angezeigt werden. Sie können wählen zwischen Einzelaufträgen und wiederkehrenden. Sie können natürlich mit dem Umkreis spielen und wenn die sich jetzt quasi an einen anderen Ort bewegen, dann würde natürlich hier dieser dunkelblaue Punkt, das ist nämlich der Standort des Helfenden, der würde dann mitwandern nach Hamburg beispielsweise und dann würde er eben sehen, welche Hilfebedarfe in Hamburg sind. Ja, und man sieht hier ockerfarbene Kreise, das sind die, wo eben die Qualifikation zum Alltagsbegleiter benötigt wird und grün wird angezeigt, wo diese Qualifikation keine Voraussetzung ist. Und ich kann jetzt hier auf so einen Knopf drücken. Und dann geht eben wieder das Feld auf, was wir vorhin schon gesehen haben, die Maske, und ich kann mich dann wieder dafür bewerben. So, eine Besonderheit bei uns im Helferportal ist die, dass wir unsere Versorgungskonzepte eben selber auch ausprobieren. Dafür haben wir den Verein Dein Nachbar gegründet und haben eben vorherige ähnlich gelagerte, noch nicht ganz so ausgeklügelte Versorgungsmodelle in unserem Verein hier seit 2015 erprobt und auch immer weiterentwickelt,
sodass das also hier nicht nur eine Softwarelösung ist, sondern es ist eine sehr erprobte und praktikable Lösung, die das Leben nicht nur der Mitarbeiter unseres Vereins, sondern auch von anderen Hilfsorganisationen deutlich erleichtert. Wir haben im Übrigen auch eine Online-Akademie, also wir schulen zum einen mal zum Alltagsbegleiter 10 bis 12 Mal im Jahr live. In einigen Bundesländern ist es aber auch möglich, diesen Kurs im Selbststudium sich zu erarbeiten. Und dafür haben wir diese Akademie unter akademie.dernachbar.de gegründet. Hier haben Sie eben die Schulung zum Alltagsbegleiter. So mit freier Zeiteinteilung kann man dann quasi sich dieses Wissen aneignen und viele kostenfreie Kurse, wie Notfallwissen bei Betreuungseinsätzen oder bei Kindernotfällen und so weiter und so fort. Ganz interessant auch, hier stellen sich auch Menschen mit einer Schwerbehinderung vor, erzählen mal so ein bisschen aus ihrem Leben, was sie so machen, wo sie Schwierigkeiten haben, wie man sie unterstützen kann. Also das lohnt sich immer hier mal reinzuschauen, um einfach mehr Berührungspunkte mit diesen Menschen zu bekommen. In der Zwischenzeit haben wir unsere App auch ausgebaut. Sie alle haben noch die Bilder von Ahrweiler im Kopf. Das hat uns furchtbar aufgestoßen, dass Tausende von echt engagierten Spontanhelfern mit ihren Gerätschaften ins Einsatzgebiet gefahren sind, die aber dann nicht so koordiniert wurden, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und wir sind jetzt mit dem Helferportal eben in der Lage, dass wir auch Tausende von Engagierten nach ihren Qualifikationen und ihren Gerätschaften zu verschiedenen Einsatzorten in verschiedenen Schichten koordinieren. Und dieses Modul kann man auch hervorragend einsetzen fürs Quartiersmanagement oder aber auch für Events und Großveranstaltungen in der Kommune. Wenn ich also Hunderte oder Tausende von Helfern hier effizient und schnell koordinieren möchte, dann ist das genau das richtige Tool. Was wir in den nächsten Monaten vor dem Bug haben, das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, was wir mit einer anderen Hilfsorganisation, aber auch mit einer Uni zusammen machen. Wir werden unser Helferportal erweitern zu einem Assistenzportal, wo wir also ganz spezifisch auf deren Bedürfnisse eingehen. Wir werden das weitestgehend barrierefrei gestalten. Wir werden Sorgegemeinschaften integrieren, also sprich Eltern, Nachbarn, Freunde, Angehörige oder aber auch natürlich dann die Ehrenamtlichen, die können sich dann untereinander austauschen oder bilateral über die integrierten Chatfunktionen, die wir auch für die Anbahnung der Assistenzleistungen hier integrieren werden, und zwar über Video, Audio und allem Möglichen. Auch werden wir mobile Apps für die Hilfesuchenden entwickeln. Für die Helfer haben wir es ja gesehen, gibt es das schon. Und wir werden das Ganze mehrsprachig entwickeln. Englisch, Ukrainisch und Arabisch ist heute schon vorgesehen. Das werden wir im nächsten Jahr dann auch umsetzen. Ganz spannend vielleicht auch noch unser Koordinationsportal. Auch da sind wir gerade dabei. Das dient also Quartiersmanagern, das dient Koordinatoren in Form von Pflegestützpunkten oder anderen. Man kann hier zentral quasi dann die Bedarfe erfassen und es gibt dann ein Matching mit den verschiedenen Akteuren, die eben in dieser Kommune unterwegs sind und diejenigen, auf die dieses Einsatzprofil passt, die werden dann eben wieder digital kontaktiert und geben dann eben an, ja, kann ich machen oder nicht, sodass eben hier eine volle Transparenz darüber geschaffen wird, wie es eigentlich um die Versorgungssituation in der Kommune tatsächlich bestellt ist und wo muss man denn nachbessern, um hier eine bessere Versorgung darzustellen. Ja, was wir erreichen möchten, ist also, dass wir gemeinsam mit den Kommunen
hier einen wertvollen Beitrag zur Inklusion und zur Sicherstellung der sozialen Versorgung erbringen. Wir ermöglichen es quasi den Kommunen, dass sie dafür mit uns Sorge tragen, dass soziale Unterstützung auch ganz spontan im Sozialraum möglich ist. Also das, wir haben es ja gesehen, das ist so ähnlich wie beim Uber aufgebaut, aber eben qualitätsgesichert und nochmal besonders abgesichert im sozialen Bereich. Sie haben dann eben diese Transparenz über die Versorgungssituation in der Kommune. Sie integrieren und stärken bestehende Helferkreise. Sie entlasten die Quartiersmanager und ermöglichen es aber auch Menschen, die eben nicht mobil sind, Mobilität quasi zu erwirken. Und zwar insofern, dass die halt einfach sagen, was habe ich für einen Bedarf? Und die müssen dann nicht immer auf dieselbe Person zugehen, wo sie sich dann auch schon genieren, dass ich den Nachbarn nicht schon wieder anhauen kann, sondern es wird einfach anonym eingegeben ins System und diejenigen, die ohnehin schon auf dem Weg, was weiß ich, ins nächste Dorf sind oder so, die sind ja gerne bereit, jemanden mitzunehmen, weil nämlich der Aufwand verschwindend gering ist. So, das ist unser kleines, aber sehr motiviertes Team, mit dem wir das alles hier bewerkstelligen. Sie sehen, wir haben hier schon ein paar Auszeichnungen bekommen, die wir uns auch stolz ans Revers knüpfen. Aber was wir tatsächlich wollen, ist ins Gespräch mit Kommunen, mit anderen Hilfsorganisationen kommen, um dieses Netzwerk eben flächendeckend über Deutschland auszuweiten. Ja, dafür haben Sie hier meine Kontaktdaten. Sprechen Sie mich gerne an. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Oeben, für Ihre Ausführungen, gerade zum Helferportal. Ich finde das sehr spannend, einen sehr dringlichen Ansatz, wie wir auch gesehen haben. Weil wir, die Statistik haben Sie am Anfang eingehend dargestellt, ja einen Pflegenotstand haben jetzt schon und auf eine Versorgungskatastrophe, sagen Sie, zu steuern. Jetzt hat ja jede Idee auch ihre Geschichte. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dass es dann eine Lösung ist, das Helferportal zu entwickeln? Ja, also dazu muss man natürlich wissen, dass ich mein halbes Leben lang logistische Netzwerke weltweit aufgebaut und gesteuert habe und da schon immer schlaue IT-Lösungen zur Effizienzsteigerung quasi ins Leben gerufen habe. Und ich habe mich dann 2014 das erste Mal mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auseinandergesetzt. Und bin dann echt vom Glauben abgefallen, was da für eine Versorgungskatastrophe auf uns zukommt. Und aber auch, wie denn diese niedrigschwellige Versorgung heute organisiert ist. Und daraufhin habe ich beschlossen, Logistik und Digitalisierung in den sozialen Bereich einzubringen. Was übrigens ein Bereich ist, in dem ich auch lange unterwegs war als Rettungsassistent und als Katastrophenschutzhelfer. Sehr schön, sehr spannend, weil ich davon ausgegangen bin, dass irgendwo ja irgendwas dahinter stecken muss, ne? Sonst kommt man ja auf die Idee nicht. Die Entwicklung des Portals haben Sie dann selber auch eigenfinanziert vorangetrieben oder gibt es da Fördermittel oder wie haben Sie die Finanzierung hinbekommen? Also die Finanzierung ist tatsächlich zum größten Teil eigenfinanziert. Bis dato ging das auch ganz gut. Wir haben für das Katastrophenschutzmodul haben wir tatsächlich eine kleine Förderung bekommen. Und jetzt für die weitere Ausgestaltung dieser Barrierefreiheit, also diese eine Folie, die ich gerade vorgestellt habe, das ist tatsächlich vom Bundesforschungsministerium ein zumindest für uns teilgefördertes Projekt, aber das macht es natürlich leichter, hier dann tätig zu werden und sich einzubringen. Und das finde ich ein wahnsinnig spannendes Projekt und freue mich darauf. Das hat jetzt gerade erst am 16. begonnen. Ja, da sind wir gespannt, davon wieder von Ihnen zu hören, dann, wenn das dann letzten Endes dann auch live geht, dieses Modul. Wo ist denn das Helferportal heute im Einsatz? Also wenn ich jetzt in München
mich befinde als Bürger und Hilfesuchender oder auch engagierter Helfer, kann ich das da schon nutzen? Gibt es andere Regionen oder Kommunen, wo das möglich ist? Also das Helferportal heute wird noch in der Vorgängerversion genutzt. Das heißt, das ist eine Version, wo das Portal quasi als Software as a Service an Organisationen, aber auch kommunale Helferkreise quasi im Lizenzmodell vergeben wird. Und der Gedanke, dass man das alles integriert und eben aus Sicht der Hilfesuchenden denkt, ja, weil dem Hilfesuchenden ist es ja völlig egal, von welcher Organisation der jetzt versorgt wird, sondern der hat einfach den Bedarf, dass er heute in 3 Stunden oder in 2 Stunden eine Begleitung zum Hauptbahnhof braucht. Und das kriegt er heute überhaupt nicht, ja, weil keine Organisation imstande ist, das eben zu leisten. So, und deswegen ist die Idee, dass man das eben bündelt, und wir stoßen da schon an Grenzen der Sozialwirtschaft, die eben gerne ihr eigenes Reich haben. Das verstehe ich auch, aber wir müssen irgendwie, glaube ich, versuchen, diese Insellösungen abzuschaffen und hier was Integrales zu bauen. Und da werden wir jetzt mit einem Hybrid dann auch rauskommen, sodass eben den Hilfsorganisationen Genüge getan wird und aber auch vor allem den Hilfesuchenden, sodass die eben einen Zugang haben auf sämtliche Ressourcen, die ihnen auch zur Verfügung stehen. So, und in der Vorgängerversion ist das also bei uns in München, im Verein Dein Nachbar. Da gibt es aber auch noch 2 weitere Organisationen, die das einsetzen. In Heidelberg gibt es das, in Dietzenbach. Dann in Baden-Württemberg wird es eingesetzt. Also wir haben da schon ein paar Organisationen, die das nutzen und uns auch dabei helfen, das immer besser zu machen. Sehr gut, sehr schön. Jetzt bin ich Hilfesuchender und bin selber vielleicht gar nicht in der Lage, das Portal zu benutzen. Ich komme zum Thema wieder Nutzerperspektive, gleichzeitig dann der Frage der Barrierefreiheit und des Datenschutzes. Weil im Zweifel brauche ich jetzt, ne, Sie haben auch über Identifizierung und Identifikation gesprochen, jetzt brauche ich jemanden, der sich für mich schon engagiert bei der Hilfesuche. Wie kann das denn gelingen? Naja, also wir kommen ja eigentlich genau aus diesem Bereich. Also wir haben das Helferportal ursprünglich eben nur aus dem Bereich Pflege gedacht. Ja? Und deswegen war das für uns gar kein Thema. Wir haben gesagt, Hilfesuchende sind sowieso nicht imstande, dass sie ihren Bedarf strukturiert im System hinterlegen. Also haben wir das einfach mal ausgeblendet. Ja? Okay. Dementsprechend arbeiten wir da mit einem Customer Service, wo eben dann Hilfesuchende oder eben Angehörige anrufen und dann eben bedient werden. Ja. Und dann kam aber ein Mensch mit Behinderung, Gernot Stracke, in der Zwischenzeit auch mehr als ein guter Bekannter von mir, der mich dann darauf aufmerksam gemacht hat, dass es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, spontan im Sozialraum Unterstützungsleistungen zu beziehen. Und er hat mir auch gesagt, ja, der ist jetzt annähernd 60, er hat mir auch gesagt, schick mir bitte keine Pflegefachkraft ins Haus, die meinen Bedarf evaluiert, weil den kenne ich jetzt fast 60 Jahre lang. Und schick mir auch niemanden, der mir jemanden vorstellt, weil ich bin definitiv nicht auf den Mund gefallen und kann all das selber regeln. Ja, was ich aber möchte, hat er gesagt, ist, dass du mir diese Organisation übernimmst, von diese Unterstützungsleistungen zu beziehen. Und er wollte eben auch nicht jedem dann irgendwie ein Geld in die Hand drücken, sondern er wollte einfach ein vernünftiges Konstrukt haben, wo das Administrative alles im Hintergrund quasi abgewickelt wird. Und das war dann erst der Ideengeber dafür, dass wir Hilfesuchenden auch einen Zugang bereiten. Also das ist eigentlich umgekehrt. Bis dato war es immer so telefonisch oder eben dann durch unsere Fachkräfte, die dann auch rausgefahren sind und den Bedarf eben evaluiert haben. Also ich spreche jetzt von unserem Verein Dein Nachbar. Und jetzt gehen wir dazu über, dass wir das natürlich weiterhin anbieten, aber eben auch für diejenigen, die es nicht brauchen, die Möglichkeit offerieren, dass sie selber den Bedarf spezifizieren und auch selber einen Hilfesuchenden auswählen. Ja? Und wir
sind noch nicht ganz durch damit, aber wir werden es so machen, dass die dann eben auswählen können. Möchte ich, dass der Helfende vorgestellt wird oder mache ich das selber? Na, und dann haben wir eigentlich eine Lösung für alle Fälle, so die Hoffnung. Sehr gut. Sehr interessant, auch hier die Geschichte dahinter zu hören. Ja. Und hatten Sie denn schon mal Komplikationen mit dem Thema Datenschutz? Also hat jemand schon mal auch gesagt, ah, das ist mir zu riskant, das ist mir nicht sicher genug? Ja, also Datenschutz ist für uns echt ein sehr wichtiges Thema, natürlich gerade vor diesem Hintergrund, dass wir vulnerable Personen quasi hier versorgen. Also wir haben eine Kanzlei beauftragt, die uns für viel Geld in diesem in allen Prozessen und im Setup eben unterstützt. Dementsprechend haben wir hier alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das sicher zu gestalten und IT-technisch natürlich genauso. Ne? Also das ist ja immer die Frage, werde ich darauf aufmerksam gemacht, was passiert mit meinen Daten, wo gehen die hin? Also ich brauche einfach die Daten, wenn ich direkt mit den Kassen abrechnen möchte, dann brauche ich halt einfach auch die Versicherungsnummer. Wenn die Hilfesuchenden sagen, nee, lass mal, das mache ich selber, dann brauche ich auch gar keine Versicherungsnummer dazu. Ne? Aber natürlich brauche ich Stammdaten und solche Sachen. Und dann muss man eben klar skizzieren, was damit passiert, wer bekommt diese Daten, wie sind sie geschützt und all sowas. Aber das, denke ich, haben wir gut im Griff. Sehr gut. Herr Öben, Sie haben im Grunde genommen sowas wie eine soziale Unternehmung geschaffen mit der Helferportal GmbH und Co. KG. Wie kann man Sie denn unterstützen? Was ist ein Appell, den Sie gerne loswerden möchten, wenn Sie sagen, Sie möchten gerne mit den Kommunen ins Gespräch kommen oder mit Nachbarschaftshilfen oder mit weiteren Hilfeorganisationen? Da haben Sie schon genau die zwei richtigen potenziellen Partner angesprochen. Also das ist tatsächlich so. Wir wollen mit den Kommunen kooperieren. Wir wollen mit Hilfsorganisationen kooperieren. Wir suchen aber auch nach potenziellen Investoren, die selber auch ein Interesse dran haben, hier ein flächendeckendes Netzwerk aufzubauen. Weil, also wir haben ja schon sehr viel selber geschultert, wie ich meine. Aber das sind ja hauptsächlich eben Marketingkosten und Öffentlichkeitsarbeitskosten, die jetzt auf uns zukommen, um jetzt hier in die Fläche zu gehen. Und dafür brauchen wir eben entweder Investoren oder eben auch große Sozialverbände, die Interesse daran haben, in die Helferportal zu investieren. Das sind also quasi die drei Stoßrichtungen. Sehr gut, dann wollen wir hoffen, dass vielleicht diese Aufzeichnung einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat, das Helferportal auch ein bisschen bekannter zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie bei uns waren auf dem Kommune Digital Forum, Herr Öben, und freue mich sehr, wenn wir auch zum Helferportal im Austausch bleiben. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Vielen herzlichen Dank für das spannende Interview. Hat mich sehr gefreut und sehr gerne bleiben wir im Austausch.